Heftige Unwetter haben am Mittwochabend in Ostösterreich für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Besonders betroffen war auch der Bezirk Neunkirchen. Gegen 16.30 Uhr rückten die Feuerwehren Küb, Glocknitz, Eichberg und Bayerbach zu kleineren Überflutungen in den Ortsgebieten aus. Niemand ahnte zu dieser Zeit, dass kurze Zeit später ein Großeinsatz der Feuerwehr im nahegelegenen Ortsteil Schlögelmühl erforderlich ist. Der Prieglitzbach trat aufgrund von Verklausungen über die Ufer und überschwemmte den gesamten Ortskern von Schlögelmühl. Nach der ersten Erkundung durch den Einsatzleiter Richard Bein wurde umgehend eine Hundertschaft von Einsatzkräften nach Schlögelmühl beordert, um gegen die Wassermassen anzukämpfen. Ja, wir sind um 16:30 alarmiert worden. Der St. Christophbach ist übergegangen. Und wir kennen das Szenario schon für die letzten Jahre, wo wir es auch schon gehabt haben, aber noch nicht so arg wie heuer. Der Bach ist an zwei Stellen herausgetreten und hat eigentlich den ganzen Ort Schlögelmühl ziemlich überflutet. Es sind auch mehrere Muren und Hänge abgegangen. Zwei davon blockierten die Südbahn zwischen Bayerbach und Schlögelmühl. Die Kleingartenbesitzer hatten keine Chance, gegen die gewaltigen Wassermassen anzukämpfen. Sie mussten tatenlos zusehen, wie das Wasser die gesamte Gartenanlage überflutete. Verzweiflung und Hilflosigkeit unter den Betroffenen. Ja, wir sind circa jetzt mit 9 Feuerwehren und 150 Mann seit 16:30 Uhr, dreiviertel 5 im Einsatz. Wegen des Abgangs zweier Muren war die Südbahnstrecke im Abschnitt Glocknitz-Bayerbach-Reichenau vorübergehend gänzlich unpassierbar. Der eingeschlossene Zug konnte retour bis zum Bahnhof Bayerbach fahren, um die Fahrgäste aussteigen zu lassen. Verletzt wurde hier glücklicherweise niemand. Die Südbahn blieb jedoch mehrere Stunden komplett gesperrt. Knapp vor der Station Schlögelmühl eine Mure abgegangen und wie der Zug bei der Mure gestanden ist, ist hinterher auch eine Mure abgegangen und der Zug hat nicht mehr weiterfahren können. Das haben wir aber jetzt geklärt. Er hat wieder Richtung Bayerbach zurückfahren können. Er ist langsam durch diese Vermurung durchgefahren und im Moment ist die ÖBB im Einsatz auch, um die Gleise freizubringen und circa in einer Stunde bis eineinhalb Stunden ein Gleis zumindest befahrbar sein wird. Um die Überflutungen zu stoppen, wurde der Bach in ein provisorisches angelegtes Bett geleitet. Die Feuerwehr hatte dafür Bagger und anderes schweres Gerät im Einsatz. Auch ein Behelfsdamm wurde errichtet, um das Wasser umzuleiten. Schäden angerichtet, es sind Muren abgegangen auf die Südbahn, wo ein Zug kurzfristig stecken geblieben ist. Hier wurden dann die Personen mit dem Zurückfahren des Zuges heraus evakuiert. In weiterer Folge sind hier Bäche über die Ufer getreten und hier stellt sich derzeit das größte Problem für die 140 eingesetzten Feuerwehrleute. Es wird hier fieberhaft daran gearbeitet, einen Behelfsdamm zu machen mit Bigback, mit Sandsäcken und dann die Wassermassen dort umzuleiten, dass hier die Wohnhäuser nicht mehr gefährdet sind. Ebenfalls ist auch der Gewerbepark entsprechend gefährdet und hier können wir mit einem Einsatz von Großpumpen einiges verbessern, dass wir den Wasserstand gleich halten und dann bis zum Schluss abpumpen können. Etwa 30 Häuser standen unter Wasser. Diese mussten ausgepumpt und gereinigt werden. Außerdem waren Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Das Wasser hat große Schäden an der Infrastruktur angerichtet. Wie das Gewitter angefangen hat, war ja furchtbar. Da hast du nicht einmal das gelbe Haus da drüben gesehen und das ist 50 Meter. Und dann hab ich da rausgeschaut, rinnt das Wasser da rein, weil da draußen alles zu war. Na, und so habe ich dann überall geräumt. Da draußen haben sie mich gesehen, wie ich das da rausgebuttelt habe. Und dann habe ich das zwei Feuerwehrmänner gefragt. Ja. Und jetzt steht natürlich in meinem Keller dreiviertel Meter Wasser, aber das ist zurzeit jetzt schon weniger, weil die Feuerwehr mir gleich Pumpen hergestellt hat. Ja, es war schon zweimal so ungefähr, aber nicht so stark. Und heute war es extrem. Also sowas habe ich selber noch nicht gesehen. Meine Mutter hat mich angerufen, ich war in Glocknitz, habe meinen Sohn zuerst zur Feuerwehr geführt am Eichberg.
weil der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, die haben auch unweit einen Einsatz. Ne, und dann bin ich sofort hergefahren, aber sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Also es war schon zweimal arg, aber das ist katastrophal. Dauert ungefähr eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, sowas. Dann ist es, wissen Sie, ich habe erst gar nicht das so wahrgenommen, aber dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich schauen. Und dann habe ich gesehen, dass bei meinem Nachbar, wie eine Bachelinerin, da bei mir durch, draußen auf der Straße. Natürlich bin ich raus und habe überall die Kanalgitter gesäubert, aber das hat leider nicht so viel geholfen. Nein, das ist ja, weil das war, ja das war, so hoch rübergeronnen. Es ist so hoch rübergeronnen. Ich habe sowas noch nicht gesehen, da in dem Ausmaß. Und es wird immer ärger. Im Garten da alles voll Wasser, was ich noch nie gehabt habe. Das ist ganz, ganz schrecklich. Gell? Also ich bin so verzweifelt, weil ich habe alles so sauber gehabt und jetzt schauen Sie sich das an. Angefangen hat vor wenigen Stunden, als wirklich ein Guss vom Himmel herunterkam und ja, ehrlich gesagt, es war einfach nur mehr ein Gelaufe, auch bei uns im Haus. Vorne und hinten haben wir nur mehr alles mit Bretter abgesperrt, aber im Endeffekt ist es sinnlos, es ist wie ein Schwall dahergekommen, das Wasser, also von beiden Seiten. Einfach ein Wahnsinn eigentlich. Gott sei Dank ist wirklich die Feuerwehr allzu schnell eigentlich gekommen. Und zum Leidwesen eigentlich unserer Nachbarn muss sogar die Rettung kommen. Es ist einfach chaotisch, also Katastrophe mit einem Wort. Dass diese Katastrophe nicht in diesem Ausmaß hätte passieren dürfen, liegt auch laut Aussagen der betroffenen Mieter an dem fehlenden Hochwasserschutz. Was sagt der Einsatzleiter zu diesem Vorwurf? Es gibt ein Projekt mit einem Rückhaltebecken, das geplant ist, wo die Gemeinde dran ist, das zu bearbeiten. Das ist in den letzten ein, zwei Jahren aufgearbeitet worden, ist aber noch nicht umgesetzt worden, weil natürlich das auch vom Finanziellen ziemlich den Rahmen sprengt in der Gemeinde. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Projekt mit 1,8 Millionen Euro, was das wirklich nachhaltig lösen könnte, das Problem. Und da wird halt jetzt an der Finanzierung und an der Ausarbeitung natürlich vieles besprochen. Ja, wir haben jetzt noch weitere Feuerwehren angefordert, die uns bei den Aufräumarbeiten unterstützen. Und wir schätzen, wenn es jetzt nicht mehr regnet, werden wir vielleicht bis Mitternacht einmal das Gröbere erledigt haben, einmal, dass die Haushalte so halbwegs trocken sind und auch der Gewerbepark drinnen, was unser Haupteinsatzgebiet zurzeit ist, den Gewerbepark, Büros und Lagerräume von diverse Firmen dort zum Schützen. Auch in Buchberg am Schneeberg, Ternberg und Ternitz-Sieding mussten die Feuerwehren Unwettereinsätze abarbeiten. Insgesamt standen im Bezirk Neunkirchen 23 Feuerwehren mit rund 250 Mitgliedern im Unwettereinsatz. Einsatzschwerpunkt war der Raum Peierbach-Schlögl-Mühl.